So, und weiter geht's in meinem Projekt zu Fable 3. Ja, wie ich eben schon angesprochen habe, werde ich erstmal nur 15-Minuten-Parts immer machen. Hab mir dazu jetzt hier auch mal eine Stoppuhr hingelegt, dass ich die 15 Minuten auch komplett ausnutze und nicht immer nach 9 Minuten abbreche oder nach 8 Minuten. Okay, schauen wir uns das Ich hier habe erstmal an. gehört, dass er sich nur für eines der Kinder in der Fabrik eingesetzt hat. Wer weiß, wo das endet. Beim nächsten Mal ist es einer von uns, der... Hört auf zu reden und zieht eure Kleidung gerade. Okay. Anscheinend gibt es hier leichte Spannungen in der Küche. Wenn wir uns das mal anhören. Willkommen, Majestät. Der Besuch ist uns eine Ehre. Wir sind zusammengekommen, um euren Worten zu lauschen, sobald ihr bereit seid. So. Wir können sie jetzt ermutigen mit unserer Rede. Oder können sie niedermachen mit unserer Rede. Da wir ein guter Prinz sind, wie bereits schon vorher gesagt, ermutigen wir sie einfach mal. Ihr habt sicher viel zu sagen, Hoheit. Ihr macht schwere Zeiten durch. Aber der König ist so beschäftigt, dass er sich nicht genug um euch kümmern kann. Ich bitte euch, den Gerüchten keine Beachtung zu schenken. Ja, popelt mal schön in der Nase. Ich verspreche euch, meinen Bruder zu überzeugen, dass ihr und eure Familien bessere Lebensumstände verdient. Und es ruckelt wieder. Vielen Dank. Muss da noch ein bisschen das was einstellen. Eine königliche Rede? Kein Geschrei? Keine Drohungen? Jeder Satz von Vernunft geprägt? Es war einfach fabelhaft. Gut. Seid ihr bereit für euer Training? Passt auf ihn auf, Walter. So, ich habe nach dem zweiten Video, wie ich mir das angesehen habe, festgestellt, dass meine Stimme im Vergleich zu den Ingame-Stimmen ein bisschen leise war. Habe es deswegen ein bisschen runtergedreht, aber ich glaube, das war jetzt 1:4. Wir sind alle verloren. Probieren wir das noch. Bisschen ausjustieren. Ich nehme an, ihr habt die Gerüchte gehört. Leider sind sie wahr. Wer weiß, was euer Bruder als nächstes vorhat. In der Zwischenzeit wird die Stimmung im Schloss mit jedem Tag angespannter. Ihr könnt wirklich gut mit Leuten umgehen. Sie haben alle zu euch aufgeschaut. So, wie man zu einem Anführer aufschaut. Oh. Mein Prinz. Viele Leute wollen heute zu eurem Bruder. Die Ärmsten. Okay. Wahrscheinlich muss ich hier auch wieder irgendetwas schlichten. Was für ein Glück. Wärt ihr so nett, meine Petition zu unterschreiben? Wir müssen gegen die Armut in Albion kämpfen. All das Leid in den Straßen und der König tut nichts. Man muss ihn dazu zwingen. Gut und schön, aber ich bin nur ein alter Soldat. Mein Name bewirkt gar nichts. Aber vielleicht würde der Prinz hier euch weiterhelfen. Oh, das wäre herrlich, Majestät. Das wäre wirklich die größte Ehre. Ja, aber sicher doch. Leider kann ich nicht lesen, was hier drauf steht. Das ist irgendeine Fantasiesprache. Ich weiß es nicht so genau. Ich hoffe einfach mal nicht, dass eine Waschmaschine geliefert wird, wenn ich das unterschreibe. Danke, mein Prinz. Eure Unterstützung wird alles ändern, da bin ich mir sicher. So. Und wenn er uns auch alle hinrichten lassen will? Ja, alle hinrichten lassen. Das war mutig. Ich bezweifle zwar, dass es einen Unterschied macht, aber vielleicht erkennt euer Bruder jetzt, dass ihr einen eigenen Willen habt. Mal sehen, ob ihr ihn im Kampfsaal gut einsetzen könnt. Kommt! Ihr habt in letzter Zeit gute Fortschritte gemacht. Aber heute geht es um mehr. Ihr sollt gegen mich kämpfen, als ob euer Leben davon abhinge. Eines Tages okay, wird das Volk Albions euch brauchen. Ich würde das ich eher als Wohnzimmer nehmen, finden, aber wie gut. Weit ihr seid. Wahrscheinlich hat gut. Man genug Zimmer. Nehmt ein Schwert. Das machen wir doch auch gerade. So, unsere erste Waffe, die wir gleich schon Kämpft. Wieder abgenommen bekommen. So, wie man hier sieht, ich kann mit der rechten Los. Maustaste das hier ist wichtig. Blocken. Kann mit der linken Maustaste angreifen. Das Schwert nicht. Kann mich abrollen, um Angriffen auszuweichen. Kämpfen wir denn jetzt so. Oder nicht? Und jetzt werden wir uns erstmal den guten Walter hier vornehmen. Erinnert ihr euch an die Geschichten, die ich früher erzählt habe? Ja. Über euren Vater. Blocken wir den Helden mal ab. König. Komm, greif ihr an. Ihr konntet von diesen Geschichten genau. Nie genug bekommen. Und wisst ihr noch?
was ihr danach immer gesagt habt. Zeig mir, wie ich ein Held werde. Jedes Mal. Ich wünschte, ich hätte vorgeskripteten Events hier. Aber ich habe mein Bestes getan. Na komm. Jetzt wisst ihr, rede nicht so viel. Tun. Schlag zu. Schlagt mich. Da bin ich doch schon die ganze Zeit dabei. Wahre Kraft. Ihr bemüht euch nicht genug. Nochmal. Okay. Ich weiß, dass ihr das könnt. Los. Ich bin nicht aus Stroh. Ja. Schlag zu! Das ist, glaube ich, ein Treffer. Benutzt das Schwert nicht! Lasst euch von ihm führen! Seht mich nicht als Walter an! Ich bin ein Feind! Schlagt zu! Ihr haltet euch zurück! Backt es jetzt? Ernst. Oder was passiert jetzt hier? Zeigt mir jetzt, was in euch steckt! Das könnt ihr besser! Es sieht so aus, als würde er jetzt backen. Los, ist das schon alles? Ich bin nicht aus Stroh. Schlag zu! Benutzt das Schwert nicht. Lasst euch von ihm führen. Warum zögert ihr? Schlagt mich! Nee, ich treffe ihn nicht. Aus Stroh. Was? Schlag zu! Okay. Los, ist das schon alles? Vielleicht muss er mich nochmal treffen. Los, schlagt so hart zu, wie ihr könnt. Ach nee. Ach ja. Seht mich nicht als Walter an. Ich bin ein Feind. Ja. Schlagt zu! Ich hab die Toolfest aufgestellt. Okay. Ah, ihr habt es zerbrochen. Seht ihr? Na, bin ich nicht ein guter Lehrer? Also wenn wir die linke Maustaste gedrückt halten, laden wir einen Schlag auf. Da und das war jetzt eben das, was von mir ihr müsst schnell verlangt kommen. Wurde. Ihr beide. Was ist los? Vor dem Schloss. Sieht wie eine Demonstration aus. Das ist nicht gut. Ich habe doch alles unterschrieben, was die wollten. Ah, okay. Mal schauen, was hier los ist. Sie sind schon auf dem Schlossgelände. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen. Mist, ich hätte es wissen müssen. Ich glaube nicht, dass Sie ahnen, wozu euer Bruder in der Lage ist. Das wird kein gutes Ende nehmen. Freiheit für Elmer! Viele es ist Leute. Lange her, dass Logan auf mich gehört hat. Aber ich muss zugeben. Wartet hier. Es gibt noch etwas, über das wir reden müssen. Wir können nicht einfach hier rumstehen. Mir gefällt das überhaupt nicht. Wir müssen etwas unternehmen. Die Wachen haben die Treppen verlassen. Wir sollten Walter folgen und herausfinden, was Logan vorhat. Gehen wir lieber los. Ja, genau. Mischen wir uns mal wieder in Sachen ein, die uns eigentlich nichts angehen. Vielleicht im Kriegssaal. Dann los. Bevor uns jemand sehen kann. Aber das ist ja typisch für solche Spiele. Dass man überall seine Nase reinsteckt. Manchmal ist es gut, manchmal nicht. Ah, wir werden jetzt sehen, dass es in diesem Fall wahrscheinlich nicht so gut war. Schnell! Man sieht sie! Überlegt euch, was ihr da tut, Logan! Ich schütze die Interessen unseres Volkes. Fordert mich nicht heraus. Erschießt sie. Fangt mit ihren Anführern an und zielt dann, wenn nötig, auf die Menge. Das könnt ihr doch nicht machen. Sag mir nie, was ich tun soll. Walter! Er darf sie nicht alle töten. Ihr seid sein Bruder. Vielleicht hört er auf euch. Wir müssen handeln. Ja, das werden wir tun. Was machst du denn hier? Der Kriegssaal ist nichts für Kinder. Geh jetzt. Ich werde nicht zulassen, dass du die Leute tötest. Nein, halt! Genug! Du stellst dich gegen mich. Vielleicht möchtest du an meiner Stelle die Entscheidungen treffen? Du willst diese Verräter verteidigen? Also schön. Zeig, was du kannst. Bringt meinen Bruder und Anhang in den Thronsaal. Regeln wir die Sache offiziell. Ich sehe gerade auf meiner Uhr, gleich ist die Zeit auch schon wieder um. Aber das machen wir noch. Los! Ich gehe. Was? Lasst sie! Es geht mir gut. Keine Sorge, was auch passiert, wir stehen es zusammen durch. Geht weiter! Hier kommen die Helden des Volkes. Komm her, Bruder. Du hast mich heute maßlos enttäuscht.
Mein Fleisch und Blut hat mich verraten. Und eine Spionin. Wir haben nichts getan. Die Strafe muss dem Verbrechen angemessen sein. Dann bestraft mich. Du bist kein Kind mehr, also sollte ich dich nicht so behandeln. Du wolltest die Verräter vor dem Schloss heute Morgen schützen. Schön, du sollst deine Chance bekommen. Hier stehen die Anführer des Mobs. Du entscheidest. Wer wird bestraft? Diese Fremden oder das Mädchen? Sie erwartet der Tod. Was? Nein, nicht doch. Mhm. Unsere erste große Entscheidung. Entscheide. Eure Majestät, Logan, bitte. Ich verleihe dir Macht über Leben und Tod. Nein, das kann ich nicht. Kleiner Psychopath. Dann entscheide ich für dich. Sie werden alle hingerichtet. Sag mir, was bist du gewillt zu opfern, um das Richtige zu tun? Das ist Wahnsinn. Wir können doch nicht. Nehmt mich. Lasst sie nicht sterben. Nehmt mich. Die Frage ist, was in dieser Situation das Richtige ist. Es gibt nur entweder eine töten Entscheidung wir unsere Freundin, wählt oder wir aus. Töten Leute, die eigentlich nichts dafür können. Die sich Hört nur. Hört ihr mir zu? Ja. Wählt mich aus. Gegen die Regierung gestellt. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Wir hören auch das Herzklopfen im Hintergrund. Das heißt, wir müssen uns beeilen in unserer Entscheidung. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Die Aufständigen wollen nicht sterben. Noch keine Entscheidung getroffen? Dann helfe ich dir. Ich werde jetzt bis 5 zählen. Nehmt mich. Sie haben nichts getan. Ja. Nehmt doch mich. Da hat sie natürlich recht, aber sie hat auch nichts getan. 4. Aber sie bittet ich ja vielleicht euch verlassen. Deswegen. Danke. Vielen Dank. Ihr habt bestimmt das Richtige getan. Das hoffe Vergesst ich. Ihr nie, was er getan hat. Und dass ich euch liebe. Weg mit dem Mädchen. Erledigt sie. Das werde ich dir nie verzeihen. Gut, dann vergisst du es auch nie. Bringt meinen Bruder in seine Gemächer. Los. Es ist wirklich ein Riesenarschloch. Entschuldigung. Gebt euch nicht die Schuld, Sir. Keiner von uns hat geahnt, wie weit sein Wahnsinn fortgeschritten war. Ich muss etwas tun. Ich kann nicht hierbleiben. Nein, wir werden das Schloss verlassen. Dieses Königreich braucht eine Revolution. Einen neuen Anführer. Es braucht einen Helden. Schauen wir, ob ihr bereit seid. Wozu bereit? Sohn eures Vaters zu sein. Ich hoffe, man hat gerade das Mofa im Hintergrund nicht gehört. Auch keinen Pyjama? Okay, wir fliehen jetzt auf jeden Fall aus dem Schloss. Wir müssen jetzt gehen. Ein Blick auf meine Uhr verrät mir, dass wir noch 2 Minuten Zeit haben. Ich hätte im Thronsaal etwas tun müssen. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Damit würdet ihr nur euren Tod herbeiführen. Das hier ist ein guter Abschluss. Okay. In der nächsten Folge geht es dann auf jeden Fall weiter mit unserer Flucht aus dem Schloss. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Jetzt so langsam fängt das nämlich an, richtig spannend zu werden. Bis dann!